Die gute Natascha Ochsenknecht hat eine Petition aufgerufen gegen Kindesmissbrauch. Swiped up, dann könnt ihr das hier einsehen. Unterschreibt das denn, das ist wichtig. Von diesen Hurensohn laufen eh zu viele rum. Versteht ihr, was ich meine? Also supportet das, ich hab's auch gemacht. Irgendwann anweisen. Außerdem, meine Freunde, guck mal, mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen, ja? Haben wir dieses Black Lives Matters Ding, haben wir alle gesehen, haben wir alle gefeiert, waren wir alle auf der Straße, haben wir gemacht, haben wir getan. Subhanallah, Subhanallah, jetzt Instagram und Facebook ist voll mit so Videos, wo irgendwelche schwarzen Frauen verprügeln oder Kinder verprügeln oder dies, das oder das, dies. Guck mal, ich bin sowieso tired, was dieses Thema angeht, ne? Ich schwör's dir, weißt du, aber don't trust the system, fuck the system, Alter, das ist alles Bullshit. Jetzt denken die nicht, dass die Schwarzen sich zu cool vorkommen und denken, dass sie irgendwas wert sind. Kommen wir knallen mal ein paar Videos rein, wie irgendwelche schwarzen Kinder vergewaltigen oder so. Ganz Facebook ist voll damit. Facebook ist sowieso ein Moloch, ne? Aber geht mal dahin und guck mal. Jetzt kommen nur so Videos online. Es kommen nur so Videos online, wo so irgendwelcher schwarzen Cringe passiert. Ich weiß nicht mehr, was aus dieser Welt werden soll. Es ist der negative Cringe. Cringe. Ich ficke mein Leben. Voila. Lass mich mit dieser ganzen Scheiße bloß in Ruhe. Bloß. Voila. Fragt mich gar nicht mehr. Weil was ich denke, ist sowieso interessant. Voila, der Hase matt geschnitten wie ein Löwe. Komm, 10 knackige Fragen über Black Lives Matter, komm. Oder natürlich hat die Polizei es nicht verstanden. Ne? Und sie werden natürlich weitermachen und sie werden noch schlimmer machen. So, das ist eine Sache, dass wir es so nicht unter Kontrolle kriegen. Nein, das glaube ich nicht, weil der älteste Trick von schlechter Politik ist, gemeinschaftliche Feindbilder zu kreieren. Und deswegen wird das sich immer nahelegen, zu sagen, wir sind gut und die anderen sind scheiße, weil die so und so sind. Deswegen denke ich nicht. Stute. Ach, Bro, die Geschichte ist alt. Ich durfte damals in meiner Klasse nicht in die Klassenfahrt fahren, weil die Eltern keinen Bock hatten, ihre Kinder mit einem schwarzen Kind in die Klassenfahrt zu schicken. Aber das ist auch so Bullshit hier. Fuck that. Oder Donald Trump setzt sich zu wenig für sich selber ein. Wie soll er sich für die Schwarzen einsetzen? Der Typ ist doch jenseits von Gut und Böse. Der weiß doch nicht, wo oben, unten, rechts und links ist. Der soll sich erstmal für sich selber einsetzen, der Hundesohn. Rassismus ist eine Sache des Intellekts. Das hat nichts mit Alter zu tun. Weil jeder Mensch, der einen vernünftigen Grips hat und nachdenken kann, der sieht in einem rassistischen Handeln nichts Wertvolles. Müll. Schrotz und Müll. Alle Müll und Schrotz. All Life Matters. Wann hat ein White Life nicht gemattert, Bruder? Was soll ich dir sagen? Das ist auch wieder so ein Ding so. Nein, wenn Black Life Matters, dann muss auch White Life Matters. Euer Life hat schon immer gemattert, Bruder. Ich küsse euer Herz. Ja, sollen die den Mund nicht aufmachen? Lass sie doch. Warte. Oh, ob das korrekt ist? Wieso fühlst du dich da offended oder so? Fühlst du dich da nicht beleidigt? Jalil, du hast Eib gemacht bei Amino oder wie der heißt hier. Walla, du hast Eib gemacht. Entschuldige dich bitte sofort, Jalil. Nein, natürlich ist die Polizei nicht immer schuld. Das ist natürlich Schwachsinn zu sagen, dass die Polizei immer schuld ist. Es gibt auch Polizisten, die machen einen guten Job. Die helfen Omas, die helfen den Leuten, die sich nicht selber helfen können. Und das ist auch okay so. Aber, Mashallah, Bruder. Scheiße, Nigga, du bist der Grund, warum es nicht weitergeht. Es geht nicht gegen Whites, Bruder. Es geht gegen Rassisten, Olem, gegen Rassisten. Wer sind die Whites, Olem? Du bist kein Bitter besser als die. Zu denen sage ich allen, Merhaba, ala usala. Merhaba, legiten, sag ich. Merhaba, legiten. Ala usala, fiken. Stute. Das
einzig Gefährliche ist, dass dieser Hundesohn jemals seinen Dödel in irgendeine Alte steckt und der sich auch noch vermehrt. Fuck him. Na, scheiß auf den. Na, Joe Rambo, wa inti Rambo, ha? Wallah, du schreibst hier Rambo, ma Rambo. Was soll ich machen, Amunarim? Was soll ich machen? Bin ich gefickt, wenn ich angegriffen werde von denen? Ha? Ganz einfach, aber egal. Bruder, wenn jemand eine Straftat begeht, ne, dann soll er dafür festgenommen werden. Dann sollen die Polizei ihn festnehmen. Ganz einfach. Wenn jemand eine Straftat begeht, dann nimm ihn halt fest. Was soll ich dir sagen? Oder du warst 1911 schon ein Hurensohn, wenn du das gemacht hast. Auf meiner Brust steht True Nigga. Ja, also Polizei gibt es, die machen ihren Job. Wenn sie ihren Job machen, dann machen sie ihren Job und gut und schön. So respektieren, ja, die machen, ich respektiere jeden, der arbeiten geht. Aber fürchten? Nein. Bruder, ich habe wirklich endlos viele. True Nigga. Hier das Gedicht von Chavinen im Afrika-Umriss. Dann, ich habe einfach zu viele, die ganze andere Seite. Dann habe ich hier noch einen Songtext von Tupac. Hier Pottweiler, NWA. Ich habe schon ein paar. Eins der nicesten ist das. Guck mal, hier steht Respekt zum Beispiel. Und wenn du das umdrehst, steht da Loyalty. Das Bild. Ambigram nennt man die Dinger. Bra. Chavimen. Kardeşim. Bruderherz. Yeter artık, Bruder, reicht. Warak, reicht. Du hast Instagram getötet. Warak, reicht. Bring deine Single endlich. Es reicht. Du hast jeden Sonntag, wir haben Instagram hochgenommen. Du hast alles gefickt, es reicht. Bring deine Single, Denno, bra. Jette. Also, my friends. Heute war ein ganz besonderer Tag. Ne? Der Boy hat ein Musikvideo gedreht zu einem Song, der schon draußen ist. Wir haben einen Remix heute gedreht von einer Künstlerin, die ich sehr schätze. Ich will noch nicht sagen, was es war, aber es ist sehr, sehr wild, meine Freunde. Wild. Wild, wild, wild. Abo, was für ein Song das ist. Iwarak. Holla, richtiges Müllende. Müll, Müll. Schrott, Müll, Müll. Ja, wurde ich tatsächlich schon in Hamborn, ne? Das habe ich selber nicht gehört, das hat nur der Bra Fiddert gehört. Und der Fiddert ist so aus der Haut gefahren und hat die Polizisten so angefahren, dass ich den Fiddert beruhigen musste.